Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte, Quatsch, im Spiel 7D2D. Ich bin jetzt zurückgekommen in unser Haus, in mein Haus, und werde erstmal euch mein neues Heim zeigen. Der Zugang ist unter der Erde. Und wir müssen erstmal sehen, ob wir unser Gepäck ja, ausgeladen bekommen. Dazu gehen wir mal rüber. Ich habe hier so einen Geheimgang. Wir brauchen Eisen zu. So. Dann können wir auch nicht mehr reinfahren im Loch, ne? Da auch nicht. Also hier gehen wir durch. Hier links ist ein Eisenvorkommen. Hier unten rechts ist meine Kohle. Und Eisen ist aber hier auch. Und hier ist wieder Sand. So, und hier geht's hoch zu meinem neuen Haus. Da wird so mühevolle Kleinarbeit erschaffen. Das ist der erste kleine Vorhof. Der soll aber auch noch gebaut werden, genauso wie vorne. Das ist der Empfangssaal, ne? Und das gehen wir hoch auf die erste Etage. Die erste Etage ist, sagen wir mal, mein Bereich, wo ich die Kisten habe, die Schmelze, die Kochstelle. Der Betonmischer, die Werkbank, die Kreissäge, den Schlafsack. Schlafsack ist deswegen wichtig, falls ich mal irgendwo sterbe, was leider immer wieder vorkommt, dass man da an einem sicheren Ort wieder erscheinen kann. So, hier habe ich was gefunden. Und jetzt sind wir in der Lage, wahrscheinlich auch was wegzustellen. Das heißt, na. Jetzt schmelzen wir ein, haben wir Bretter dabei, aber wir haben Kohle. Haben wir auch eine Schmiede? Ne, haben wir nicht. Aber Amboss können wir auch nicht herstellen. So, das schmelzen wir in aller Ruhe ein. Dann den auch noch. Das ist Samen. Können wir noch essen. Nicht so viel, aber gut, ne? Sind genießbar, von daher kann man die gut essen. Blei auch noch einschmelzen. Diese Bleiteile. Ist nicht viel, aber gut. Brille. Mal gucken. Na, soweit ist nichts. Und der Ding hat auch schon so viel. So. Ich habe hier eine neue Kiste genommen und zwar versuche ich mal ein bisschen Systemrätsel zu bekommen. Ist zwar schwierig, aber ich gebe zu. Versuchen muss es sein. So. Da Munition. Tierfett habe ich jetzt hier nicht. Samen auch nicht. Andere Pfeile, Pfeile, Pfeile. So, Tabletten habe ich hier auch nicht. Nähzeug. Glaube, Patronenschutz habe ich hier auch nicht. Feder, aber Feder habe ich auch nicht. Nitrat, auch nicht. Rohstoffe. Kleber. Fett. Nee. Gut, in eine Kiste wahrscheinlich. Hier haben wir jetzt ja, Munition. Packen wir die Hülsen dazu. Schießpulver. An sich ist die Rohstoffe, müssen auch Kleber hier sein. So, Tabletten kommen woanders rein. Nägel auch. So. Ein paar Sachen habe ich noch nebenan in einer anderen Kiste. Ah, da muss auch noch gemacht werden. So, alles und nach und nach einschmelzen. Und hier haben wir jetzt, was Nahrung anbelangt geht. Also, und Medizin.
Hundefutter, naja gut. Ich sage, bevor ich verhungere, dass ich auch das. Das kann man ja so nicht ganz voll nehmen, aber gut. Werkzeug. Hier, jetzt sammle ich Samen. Das ist zwar kein Samen, das ist Maismehl. Wasser. Federn. Ah ja, gut. Ein bisschen System reinbekommen hier. Hier haben wir auch Nägel. Hier haben wir irgendeinen anderen Krimskrams von Klamotten. Die Federn haben wir schon woanders. Die haben wir hier. Hier ist allgemein Rohstoffe. Und da ist hier. Nicht definiert. Also hier ist Klamotten und irgendwelche Teile, die man rauchen kann. So, jetzt gehen wir bei in den Keller. Und wir werden mal ein bisschen. Dings herstellen. Und zwar. Wir brauchen dringend Eisenerz. Da schmelzt immer noch Lehm ein, das ist gut, da können wir mit Klee und der Iron und Brass. Immerhin, ne? 24 Schuss. Wenn wir den großen Werkbank nicht herstellen. Jetzt gehen wir in den Keller. Um 16.55 Uhr. Bis 10 dürfen wir leer machen. Ab dann sitzen wir hier kritisch, weil die Typen einfach rauskommen, ne? Ja, da war schon Eisen. Das pickert ein bisschen rum. Das ist das, was ich immer mache, wenn ich allein unterwegs bin. Rohstoffe ansammeln, einschmelzen, sortieren. Leider kriege ich auch einen Besuch dabei, den ich abwehren muss. Und die kommen häufiger, deshalb bin ich auch umgezogen. Den wichtigsten Türen, dass ich mir entsprechend da verstecken kann, also beziehungsweise absichern kann. Ne? Bin zwar hier auch nicht sicher, unter der Erde, aber nebenan ist ja alles aus Holz, da ist ja die hält's nicht auf, die Typen. Ne? Ich muss immer eine Schaufel mitnehmen, hier, um dann hier den Sand rauszuholen. Weil hier ist nicht noch Eisen, hier ist noch Sand. Den brauchen wir zum Beton. Aber viel Sand ist hier halt nicht, ne? Also. Oh, heute haben wir Kaffee dabei. Kaffee hält ein bisschen die Ausdauer hoch. Schon fleißig Eisen rausgeholt hier. Habe ich mühevoll und oben habe ich gesehen, ach, da ist Eisen. Weil wir sagen, im Unterirdischen ja auch, da von oben ein bisschen gefährlich ist, weil ja die Zombies bei Lärm kommen. Habe ich mir so gedacht, na, jetzt wärst du mal hier in die Erde rein. Ne? Und dann habe ich gesucht. Erst bin ich in der Verkehrtnetung gegraben. Oh Mann. Mit einer Steinschaufel. Das dauert immer lange. Jetzt habe ich zumindest eine Eisenschaufel, die ich herstellen kann. Oh, endlich mal zwei Punkte, die ich verwenden kann. Na ja, so schön. Mal sehen, wo ich den brauchen kann. Am besten für Saatgut. Dann kann ich aus dem Mais. Ja, da muss ich mal sehen, ob ich so eine Schaufel kriege, um den Boden herzurichten. Noch so ein Ding. Wie da ist dann. Der Kaffee lässt nah, oh je. Und das mache ich immer so. Nachts. Leider sind wir häufig im Besuch. Von den Zombies.
Aber gut. Ich muss nur halt eher den Gamma hochstellen, damit man das sehen kann. Sonst Fackel halten, das Schießen geht schlecht. Bei mir ist Blutpunkt alle 14 Tage. Das habe ich mal so eingestellt, anfangs, weil ich keine Ahnung hatte. Und so dachte, naja, bevor du hier. ich stirb schon so leicht und dann war Blutpunkt auch. Da habe ich gesagt, dann baue ich mal eine Basis auf. Aber find mal einen richtigen Ort, wo man bauen kann. Das ist gar nicht so einfach. So, hier. Geht's weiter, aber hier auch noch viel Sand bei. Den muss ich mir später mal mit der Schaufel entnehmen. Den können wir gut nehmen für Beton. Ja. Hier ist ein Stein. Da. Leider kann man das nicht gut erkennen, wenn das Gamma so hoch ist. Dann sieht man das nicht so gut, dass da Eisen ist. Aber das bringt hier viel XP. Also wenn man nicht viel haben will, dann nehme ich meine Erdbohrer. Aber der braucht viel Benzin, ne? Und der macht noch mehr Lärm. Meine Hülle ist noch nicht perfekt, die ist noch zu leicht anfällig. Dann muss ich noch entsprechend außen herum so eine Dings bauen aus Eisen. Die sind besser als die Holzdinger und dann kommt nicht ans Haus ran, sonst die schlagen die Wände durch. Ne? Also so, Sand. Aber hier ist genug Eisen, also hier finden wir wieder Eisen. Wir müssen nur mal bei Gelegenheit die Schaufel mitnehmen und dann entsprechend hier mit der Schaufel alles rausholen. Gehen wir dann zum Ofen und schmelzen das ein. Hier muss ich nur schauen, dass ich wieder rauskomme. Das ist dann ganz gefährlich mit dem Ofen. Ja, muss man Luft holen. Ne? Ja, hier Treppe. Und hier unten ist Kohle. Ah, da ist Stein. Da ist Kohle. Kohle ist gut für. Ist gut. Das brauchst du Schießpulver. Aber leider muss ich mir bald hier was einfallen lassen, dass ich hier rauskomme. Dann wird das mal schlecht, ne? Hier oben wegpicken, hier kommen nicht hoch. Naja, da muss man alles bedenken bei. Ne? Kann man sich in die Erde eingraben, aber man muss auch wieder rauskommen. Ne? Und Steine brauchen wir für Beton. Ne? Also ist das so in der Beziehung. Na, geht doch. Wir müssen aufpassen, oben nicht durch, dass wir nicht durchschlagen, ne? So, repariert werden muss er auch. Gut. Das mache ich immer nachts, wenn ich allein unterwegs bin. Also, pickern, schlagen. Kohle abbauen, Eisen abbauen. Außerhalb haben wir den Bleivorkommen. Und jetzt haben wir das und das fertig. Jetzt haben wir 2000 Eisen. Und wir werden was mit Kohle mal einschmelzen. Dann werden wir hier mal ein bisschen. Was probieren, und zwar habe ich hier so ein
Munition für mein Gerät. Rohstoffe übrigens, ne? Rohstoffe. Das kann hier auch rein. So. Hier haben wir unsere Patronenhülsen. Hier ist Spitze und Schießpulver. Hier haben wir eine Werkbank. Und stellen die mal her, ne? Den Rest lege ich hier mit zu. So, dann haben wir eine Munition. Unsere Pistole. Finden wir nicht genug. So, überlegen. Das Teil immer draußen aufstellen, vor der Tür. Einfach mal zum Testen. Das könnt ihr hier lassen. Und zwar kommt jetzt wohl ein Rohstoffen dazu. Ja, hier genau. Steine, Sand. Unsere Tür war beschädigt. Dann mal reparieren. Das kommt raus. Das können wir hier lassen. Das brauchen wir bald für unser Pickel. So. Dann machen wir ein bisschen Holz, solange es nicht so lange dunkel ist. So viel Zeit, ja, das passt. Noch müssen wir hier durchgehen, aber ich denke mal, irgendwann finden wir auch einen anderen Weg raus. Aber ich finde persönlich nicht so schlecht, weil wir haben im Prinzip hier Sicherheit, ne? Und das ist hier Beton und das ist hier Ziegel. Jetzt haben wir die Tür repariert. Hatte wieder 2500 Widerstand. Eine Holztür hat 300 oder so. Also ich bin mal schon eine Weile mit dem Ding sicher, ne? So, Gewehr, Pistole schussbereit, aber jetzt nur 14 Schuss sind, aber immerhin. Später müssen wir noch alles bauen hier. Ach, hier geht's nicht raus. Na, hier haben sie schon alles eingeschlagen. Da muss ich bei Gelegenheit wieder zumachen, dass man da keine einschleichen kann. So mit dem Holz und dann werden wir es mit entsprechendem Holz reparieren. Hier, Beton. Haben die zerdeppert. So. Machen wir eine Tür zu. Ja, später ist für mich entscheidend, hier oben beim Blutmond. Hier, die Dinger sollen hier aufhalten. Hier muss ich noch mehr machen oder aufwerten oder beides. Das kommt dann weg. Das habe ich gebraucht, um das Ding da oben bauen zu können. Weil ich habe festgestellt, wenn ich am Gitter stehe, sehe ich nicht runter. Ich kann nicht runterschießen. Ich kann zwar hier schießen, aber ich kann nicht direkt da vorne hin schießen. Denn wenn sie anfangen, in der Wand zu schlagen und zu tun, und zu machen, habe ich da keine Chance, hier zu erledigen. Also Balkon und ich kann links und rechts ballern. Gut, da nun gerade nicht. Und da muss ich da extrem aufpassen. So, unsere Dreier Axt aktivieren. Bäume, ein paar Bäume fällen. Ne? Im Grunde ist egal, das sind alle selbstgepflanzte Bäume. Kaffee. Ich muss was essen hier. Hier so weit. Hunger habe ich hier. Das ist, würde ich sagen. Du musst mehr Essen suchen als Liebe. Ne?
Oh ja, aber ein paar Dosen gefunden, geht ja. Also. Und das hier muss ich ja so hinterher, dass ich Gemüse kriege. Einfach länger haltbar, ne? Beziehungsweise, wenn es gelingt, hier anzubauen, dann gehst du rauf aufs Feld und erntest halt ein paar Tage später, ne? Oh, der Pack am Baum hat mir erschrocken. Weil die Zombies werden einfach angelockt durch den Lärm, ne? Und ich krieg immer nachts Besuch von einer kleinen Horde. Also mittlerweile schon regelmäßig, wo ich mir dann sage, jetzt musst du dir was einfallen lassen. Apropos die Teile hier. Munition, das ist nicht. Werkzeuge fallen. Ich kann mir die Dinger nicht merken. Können wir schon mal herstellen. So, ein bisschen Holz fällen. Dann stellen wir unser Gerät auf. Mal schauen, wo wir am besten hinstellen. Machst aber auch einen Staub hier. Bitte schön, kleiner Baum. Eine Eiche. Jupp. Du wirst aber so groß wie die mit deinen Samen. So. Wie alle seid ihr gepflanzt. Also die wachsen sehr schnell, also. Ich bin hungrig, ja, ja. Auch trinken wir einen Tee. Ein paar Teile, die zerstört sind oder beschädigt sind, ein paar neue vorstellen, aber die laufen dann nicht genau rein. Aber nur wenn überall welche sind, ne? Wenn keine sind, dann gehen die natürlich dahin, wo keine sind, ne? Deswegen muss ich die heute Nacht mal reparieren. Beziehungsweise ergänzen. Wenn ich nichts zu essen hätte zu Hause in der Hütte, dann wird schon kritisch mit hungrig hier, ne? Also das dauert dann nicht lange, ne? Am nächsten Tag bist du dann hat, ne? Ich meine, du bist dann nicht aus dem Spiegel, du kommst halt als neu wieder an, ne? So. Eigentlich will ich vom Haus keine Bäume haben, weil ich die Rundumsicht haben möchte. Also weiter weg. Nicht zu weit weg, aber halt nicht vor der Haustür. Wenn der blaue Anzeige nicht mehr so hoch geht, dann ist schon mit Hunger weit weg, ne? Komm, mach hin. Was ich noch bauen will, ist ein Chemietisch. Und dann kannst du die Cheesepulver effektiver herstellen. Also du brauchst weniger Ressourcen, ne? So. Pflanzen machen Bäume. Hier können wir euch pflanzen, hier sind die drei. So.
Eisen. Mein Pickel repariert, ja. Aber wie gesagt, ich habe immer 2000 gesammelt im Keller. So, ein paar Bäume gepflanzt. Jetzt werden wir gleich gucken, was fertig ist. 28, das können wir schon nehmen. Und dann die Brüder gehen nämlich überall rein. Und das muss verhindert werden, ne? So, hier sieht gut aus. Und hier waren schon bei. Und das ist dann ohne Frage der Zeit, ne? Aber ich bin ein Profi, ich laufe da meistens noch selbst rein. Und nicht so dicht rangehe. Die haben schon etliche zerstört. Also, wenn die mich hören, drin arbeiten, dann kommen die hier an und machen Theater. Also, da ist Balkon. Und da brauche ich eine Reihe mehr sein. Grundlos egal, wie rum die sind. Hauptsache, die laufen rein. Kann man halt aus Eisen herstellen, das geht auch. Und das ist dann ein bisschen besser. Also Nachbarhäuser sind jetzt wieder gespawnt. Also die sind wieder aktiv. Hier muss ich aufpassen. Weil ich laufe immer in Gefahr reinzulaufen. Da oben drauf. Ah, da ist ein Gebüsch. Was machen wir gegen? Oder Axt? Wüste. Nun ist die Hütte wieder ein bisschen sicherer als vorher. Der Ziegel ist zwar schon besser als der Stein. Der Stein hat einen Wert von 500 und der Ziegel hat einen Wert von 2500. Das ist schon eine Steigerung. Und mal schauen, was ich abbauen kann. Am Ende fallen die sowieso runter. Da kann man nicht an. Ja, die Brüder ja da einfach hochgehen, das ist alles möglich. Gut. Jetzt nehmen wir einen Rest von meiner Kiste mit, an meinem Material und im Keller ist. Und dann gehen wir rüber, dann ist Schluss heute. Das mache ich dann mal so. Ganz kurz noch die Teile nehmen. Und erstmal hier zumachen. Bin nämlich Profi. Weil ich nämlich ganz gerne reinfalle im Dunkeln und dann habe ich mir ein Bein gebrochen. Ne? Ja, das ist immer nicht so lustig. Also warum hier in die Kiste das Feuer knistert, weiß ich nicht. Hab hier kein Feuer mehr. Machen wir lieber zu. So. Denn wenn sie jetzt nämlich kommen, müssen sie erstmal Krach machen. Dann bin ich immer noch näher. Näher. Leer, leer. Tja, gehen wir in den Keller.
ein bisschen mehr absichern, aber wie gesagt, ich gehe noch die Decke auch durch. Entschuldigung. Ja, hier die letzten Kisten. Den Rest mitnehmen. Hier auch den Rest. Und jetzt bin ich beladen, ne? Ja, und hier knistert Feuer, obwohl hier nichts mehr ist, ne? Ach, reparieren mit. Ach so. Gut. Habe ich eine Schaufel dabei? Die wollte ich aufstellen, das mache ich noch. Auch wenn ich schwer beladen bin, muss ich mir auf Sprint gehen. Oder stellt den Keller auf, wenn die in den Keller reinkommen. Dann kriege ich unten einen Keller oder Mütze, das ist besser. Vor meiner Haustür. So werde ich es machen. Denn die sollen mir ja nicht hier reinkommen. Das heißt, mal ganz kurz. Das gute Stück. Da. So. Jetzt geladen mit 64 Schuss. Mal sehen, wie ich hinstellen kann. Bin mir nicht ganz so sicher, ne? Das ist zu hoch. So, das ist die verkehrte Richtung. Schauen wir mal. Obwohl das passt. Wenn die jetzt theoretisch, ja, Richtung Tür gehen, Kinnfall Mütze. Gut, da müssen wir hier noch ein zweites Gerät haben, das geht nicht in Gefahr gerät, aber gut. Der Hauptsache ballert mich nicht ab, ne? Gut, riskieren wir. Müssen wir mal wissen. Haben wir Glück gehabt. Das habe ich vorher nicht gewusst, dass das so ist. So. Jetzt haben wir das erledigt, jetzt gehen wir nach oben und essen was. Und das mache ich immer so oft nebenbei, wenn ihr nicht dabei seid. Jetzt wieder 9:30 Uhr, dann wird Zeit, dass wir uns normalerweise still verhalten. Ne? Aber hier ist Licht, deswegen, falls sie hier mal reinkommen, dass sie sehen und erschießen kann. Im Dunkeln siehst du ja nicht und die Treppe kommen so hoch. Aber es kann sein, dass sie die Holzstufen kaputt machen und dadurch so. Erst noch was, so, das ist verkehrt. Auch verkehrt. Eisen. Essen heißt, was gut ist. Dose Nudeln. Leben. Ne, Essen. Kartoffeln. Kann man ein bisschen kochen. Kömmliches Brot. Das kann man verarbeiten zum. So, jetzt haben wir noch was gespeist. Und jetzt sage ich mal hier von hier aus mal Tschüss. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Reinschauen. Seid auch auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.